Hallo Leute, ciao von Andrea Unger aus Italien. Long-term trend following. Ist das tot oder nicht? Das weiß ich nicht. Niemand weiß es. Es gibt Webseiten, die manchmal sagen, dass es tot ist. Und andere, die uns zeigen mit Zahlen, dass es eigentlich noch funktioniert. Wo ist das Problem? Das Problem, wenn wir über ein Problem reden wollen, ist, dass die Positionen, die wir mit diesem Ansatz öffnen, natürlich nicht graduell nach oben steigen. Die werden sich wohl bewegen, werden vielleicht, vermutlich, hoffentlich Profits zeigen, aber nach N Monate oder Jahre nicht so in einer konstante Rendite. Und das ist schwierig, psychologisch schwierig, weil wenn wir Positionen öffnen, die im Verlust gehen, noch nicht ausgestoppt nach unseren Plänen, wir müssen nur warten, wir müssen sitzen und warten. Warten, bis diese sich so bewegen, wie wir gehofft haben. Obwohl wir eine Analyse durchgeführt hatten oder so, aber es ist in Hoffnung, dass es so geht, wie wir es wollten. Und es ist sehr schwierig, das zu halten. Ich meine, es ist sehr schwierig zu sitzen und warten, wenn die Sachen schief laufen. Es ist auch schwierig, wenn man sehr viel Geld verdient. Vielleicht will man die Positionen schließen, das Geld mitnehmen. Aber auch wenn es sich langsam entwickelt und nicht sofort in der gewünschten Richtung, ist es sehr schwierig. Und in Long-Term Trend Following werden die technischen Ansätze ein bisschen schwacher. Ich meine, wie steigen wir ein? Wir können natürlich Bollinger Bands, Breakouts nutzen oder Donkel Channel, höchstes Hoch, tiefstes Tief von den letzten 20, 50 Bars, Tagesbar. Oder wir könnten mit Momentum auch Weekly Bars arbeiten. Das sind alle Möglichkeiten, aber zuletzt sind diese nicht so wichtig. Die sind nicht so wichtig, weil wir sehr lang vermutlich in einer Position bleiben werden. Und diese muss sich langsam entwickeln. Und wir suchen eigentlich ein Wert, etwas im Markt, was größer werden wird, weil es stark ist. Also eine fundamentale Analyse ist in dem Fall wichtiger. Also ich kaufe diese Shares, weil ich glaube, dass diese Firma gut ist und deswegen wird der Wert von der Firma größer werden. Deswegen kaufe ich. Das macht Sinn, aber es ist nicht einfach. Sowieso für technische Händler wie ich oder wie andere sind. Das ist ein bisschen so ein Warren Buffett-Style. Ich bin kein Warren Buffett, leider nicht. Ich glaube auch, Sie da auf der anderen Seite vom Netz. Warren Buffett ist einer. Aber Stil, ich meine, ich suche für etwas, was Wert hat und ich investiere. Das ist nicht genau, was wir machen, obwohl ich es sehr interessant finde. Also ich weiß nicht, wer auch Interesse im Long-Term Trend Following hat. Bitte kommentieren Sie, schreiben Sie, wenn Sie das magen oder wenn Sie das einfach irgendwie untersuchen wollten oder kommentieren oder diskutieren. Das ist in jedem Fall sehr interessant, weil ich glaube, dass wir nicht genug über Long-Term Trend Following uns bemühen. Das ist ein Problem, weil es kann sehr viel Geld bringen. Das ist die Tatsache. Und wir wollen einfach nicht sitzen und warten. Wir wollen sofort das Geld. Ja, okay, jeder will sofort das Geld, aber ich meine, wir wollen sofort Kleingeld. Und wir wollen nicht warten, bis es sich größer entwickelt in eine andere Richtung, die wir nicht gewohnt sind zu handeln. In jedem Fall, wenn Sie Interesse haben, bitte kommentieren Sie. Das ist ein sehr interessanter Ansatz und über den Ansatz sollten wir mehr und mehr diskutieren. Das war's. Ich hoffe, Sie werden auch meinen Kanal abonnieren, beim roten Glöckchen. Auf jeden Fall schreiben Sie Ihre Ideen über das Thema hier. Und ciao von Andrea Unger, ciao aus Italien.